mithören? Können andere mithören? Ja. Können andere mithören? Und ich würde sagen, wir beginnen, ne? Würde ich sagen, weil es ist 19 Uhr Punkt und die Zuseher hören wahrscheinlich schon zu. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kreisky-Forums, ich begrüße Sie wieder virtuell aus dem Bruno-Kreisky-Forum in Wien, wo meine Kolleginnen und Kollegen, also vor allem Kolleginnen, sitzen. Ich sitze zu Hause im Homeoffice, obwohl wir jetzt natürlich mit den neuen Regelungen auch schon sozusagen die Möglichkeit zu Präsenzveranstaltungen haben. Also wir sind jetzt noch so hybrid unterwegs, was uns aber natürlich auch die Möglichkeit gibt, Gäste zuzuschalten, weiter, die jetzt nicht unbedingt in Wien sitzen und auch nicht die Zeit hätten, da jetzt im Augenblick da groß nach Wien zu chatten für eine Abendveranstaltung, aber die Zeit haben, die zu nehmen, um mit uns, mit mir hier zu sprechen. Und in diesem Sinne begrüße ich Wolfgang Schmidt, meinen Freund Wolfgang Schmidt. Wir kennen uns seit vielen Jahren, ich weiß nicht, 12, 13, so lang wird das circa sein. Wolfgang Schmidt ist Staatssekretär im deutschen Finanzministerium in der Wilhelmstraße, wo er jetzt gerade auch sitzt. Wolfgang, wunderbar, dass du da bist. Robert, ich grüße dich. Wolfgang Schmidt ist Staatssekretär im Finanzministerium und ich habe es gesagt, also ich kann mich nur erinnern, vor eineinhalb Jahren, ich glaube, es war der 9. März oder irgend sowas oder 11. März, bin ich bei ihm da gesessen auf einem Café und ich sage immer scherzhaft, er war, eine Zeit lang sagte ich scherzhaft, er war der letzte Mensch, den ich real gesehen habe, weil hinterher waren de facto diese Covid-19-Maßnahmen, die uns dann doch quasi das Leben ziemlich durcheinander gebracht haben. Wir werden es irgendwann mal schaffen, dass wir ein solches Gespräch auch wieder face-to-face im Kreis Forum auch in Wien wunderbar hoffentlich führen werden. Wolfgang Schmidt ist auch einer der engsten oder der engste Wegbegleiter von Olaf Scholz, dem deutschen Finanzminister und Vizekanzler und eben auch Kanzlerkandidat der SPD für die Bundestagswahlen im Herbst. Und das macht ja auch gleich ein großes Thema auf, weil wenn im Jahr 2021 jetzt abgesehen von dieser Pest, die uns ja im Griff hat oder hatte, etwas groß passiert, dann sind es eigentlich zwei ja, Paradigmenwechseln, wenn man so will. In den Vereinigten Staaten ging eine Ära zu Ende und eine neue begann. Und in der Bundesrepublik Deutschland, zumindest das kann man sagen, geht eine Ära zu Ende, nämlich die Ära Angela Merkel. Also das heißt, USA, Deutschland in einer relativ komplizierten Situation, weltpolitisch, weltökonomisch, wo etwas Neues begonnen wird, auf jeden Fall. Das ist ja schon mal eine spannende Sache. Wolfgang, ich fange gleich so quasi mit der zentralen Frage an. Ja, also die SPD hat Olaf Scholz, deinen Chef, deinen Wegbegleiter, deinen Finanzminister und Vizekanzler als Kanzlerkandidaten nominiert, liegt aber in allen Umfragen sozusagen also deutlich auf Platz 3. Oben sind irgendwo wechselnd Grüne Union, so um die 25%. Die SPD mal bei 14, mal bei 16, 18 vielleicht auch schon gewesen. Ich habe jetzt nicht alle Umfragen im Kopf, aber es ist doch deutlich, dass die sozusagen auch die Wähler selbst wahrscheinlich das noch nicht als Dreikampf wahrnehmen. Wie ist da die Ausgangslage für die SPD im Moment? Ja, das Spannende ist ja, dass wir immer diese Umfragen haben und dann gibt es nochmal die Umfragen, die nach den Personen fragen. Und da ist das Bild ein ganz anderes. Da ist häufig Olaf Scholz oben. Und das ist was, was wir die letzten 3 Jahre, seitdem Olaf Scholz wieder Bundesminister ist, erlebt haben, dass er in allen diesen persönlichen, dieser Politiker sollte eine wichtige Rolle spielen oder den finde ich gut oder der ist kompetent, dass er bei all diesen Umfragen immer unter den ersten 5, wenn nicht gar unter den ersten 3 der beliebtesten Politikerinnen und Politiker ist. Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die SPD sich so hinter ihn gestellt hat und gesagt hat, das ist unser Kandidat vor 8 Monaten ja schon, also im August des letzten Jahres. Und das ist auch das, was mir und natürlich auch Olaf Scholz sehr viel Zuversicht gibt, dass am Ende im September die Ergebnisse ganz anders sind, als das im Moment die Parteienumfragen suggerieren. Weil ich glaube, dass wir erstens feststellen, in fast allen Wahlen überall, aber auch in Deutschland,
dass es immer stärker auf die Personen ankommt und dass wir zweitens sehen, wie volatil die ganze Situation ist. Und das hat natürlich auch was mit der Pandemie zu tun. Ich glaube, dass die Leute im Moment, vor allem wie heute wahrscheinlich auch in Wien, erstmal wieder froh sind, ihre Freiheiten genießen zu können. Also bis vor kurzem war ja die große Sorge, wie ist das mit den Impfungen der Eltern, wie ist das mit den Impfungen der Großeltern? Jetzt ist die Frage eher, hast du auch schon deinen zweiten Shot? Bist du also auch frei? Und ich glaube, dass das ganz natürlich ist, dass in den letzten Monaten die Frage, wer jetzt eigentlich nach Angela Merkel die Bundesregierung anführt, nicht so wirklich die zentrale Frage in dem Altersgespräch der Bürgerinnen und Bürger war. Und jetzt ist, glaube ich, dieser Moment des Aufatmens, des wieder in die Biergärten gehen, Fußball-EM schauen vielleicht der eine oder die andere auch. Und dann wird es, je näher wir an den Wahltermin kommen, deutlicher darum gehen, wer soll eigentlich nach 16 Jahren, nach dieser Zäsur, der Kanzlerin Merkel nachfolgen. Und ich glaube, dass das nicht so sehr eine Frage sein wird, welche Partei soll das tun, sondern stärker eine Frage sein wird, wem von den dreien, die da als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat antreten, trauen wir das zu. Und da bin ich ganz optimistisch, weil tatsächlich bei dieser Frage Olaf Scholz sehr, sehr gut ausgeht. Und die spannende Herausforderung für den Wahlkampf wird natürlich sein, diese guten Zustimmungswerte für Olaf Scholz dann auch in Zustimmungswerte für die SPD, weil die am Ende auf dem Wahlzettel steht, zu transformieren. Aber da bin ich ganz optimistisch, weil das eigentlich in der Vergangenheit immer ganz gut gelungen ist, dass den Leuten schon klar ist, wer Scholz will, muss SPD wählen. Gut, aber da mache ich jetzt zumindest das Gegenargument. In der Vergangenheit, wenn solch ähnliche Situationen aufgetreten sind, gab es zwei Parteien, die mehr oder weniger Kopf an Kopf oder wie auch immer standen. Und dann spielte die Persönlichkeit des Spitzenkandidaten eine Rolle bei der Frage, wer aus diesen beiden Parteien die Nase vorn hat. Aber jetzt ist man ja in einer anderen Situation. Wenn sich dann den Umfragen jetzt nichts ändert, dann werden die Leute eher das Gefühl haben, vielleicht bei der Wahl, naja, es wird entweder Laschet oder es wird Baerbock, und die mir am nächsten ist aus diesen beiden, oder der mir am nächsten ist aus diesen beiden, zu denen gibt es dann den Herding-Effekt. Also dieser, sagen wir mal, Amtsträgerbonus oder Kanzlerkandidatenbonus, der wird ja nur dann lukrierbar sein, wenn man wirklich da vorne schon in den Parteiumfragen mitspielt, oder? Klar, also wenn wir jetzt dauerhaft auf deutlichem Abstand zu den anderen, insbesondere natürlich zu den Grünen werden, dann glaube ich, dann wird das so sein. Churchill hat doch diesen schönen Spruch geprägt, a week is a long time in politics. Und das heißt ja nicht, dass es sich besonders lang anfühlt, wenn man Politik macht jede Woche. Das stimmt manchmal auch. Ja. Sondern es hat ja vor allem was damit zu tun, dass Dinge sich wahnsinnig schnell verändern. Also wenn man jetzt mal 2 Jahre zurückblickt und auf die Umfragen schaut, wenn man 1 Jahr zurückblickt, dann sieht man, was für wahnsinnige Verschiebungen da sind. Man sieht es ehrlicherweise auch, wenn man jetzt nur ein paar Monate zurückschaut und die CDU ja einen unglaublichen Dämpfer erlitten hat, die Grünen auf einmal an der CDU vorbeigeschossen sind. Jetzt hat es sich wieder deutlich umgedreht. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, auch in so einer Situation Geduld zu bewahren und nicht die Nerven zu verlieren. Und das ist eine Eigenschaft, die Olaf Scholz in seinem langen, langen Politikerleben bewiesen hat, dass er Nerven wie Drahtseile hat. Und deswegen bin ich aber auch total entspannt, weil ich glaube, am Ende wird es schon sehr genau darum gehen, wem trauen die Leute zu, diese größte Volkswirtschaft der Europäischen Union, dieses G7, dieses G20-Mitgliedsland zu führen. Und das ist ja keine leichte Aufgabe, weil ich schon glaube, dass, was du mit einer Zäsur beschrieben hast, was sozusagen die politische Kontinuitätsgeschichte anbelangt, ist die eine Thematik. Aber das andere ist ja, dass wir eine gigantische Aufgabe vor uns haben. Also dieses Thema Klimawandel und CO2-Neutralität, das sagt sich ja so leicht daher. Jetzt haben wir gesagt, Deutschland will 2045 CO2-neutral sein. Und dann gucken wir mal, was das eigentlich bedeutet. Das sind noch 24 Jahre, 2045. Wir haben 200 Jahre Öl
und Kohle verbrannt, um unsere Maschinen, um unsere Fahrzeuge, um unsere Industrie zu befeuern und müssen jetzt als Industrieland innerhalb von 24 Jahren das komplett umstellen auf eine CO2-neutrale Produktionsweise. Das ist eine so gigantische Herausforderung, dass manche, glaube ich, noch gar nicht verstanden haben, was da anliegt. Und meine Wahrnehmung ist, je mehr Corona in den Hintergrund tritt, werden diese Fragen eine größere Rolle spielen. Wer kann diese Herausforderung eigentlich angehen? Und zwar nicht nur mit schönen Worten, da sind sicherlich unsere grünen Freunde sehr vorne mit dabei, oder immer noch ambitioniertere Ziele zu formulieren, sondern wem trauen wir eigentlich zu, dass dann auch dafür gesorgt wird, dass die Stromleitungen verlegt werden, dass die Strommasten errichtet werden, dass die Windanlagen sowohl auf See als auch offshore als auch onshore, also an Land gebaut werden. Und da guckt man dann natürlich doch mal auf die Praxis. Und da haben wir ja ein grün-schwarz regiertes Land wie Baden-Württemberg bei euch in der Nähe. Da sind im letzten Jahr 12 Windanlagen errichtet worden. Das ist nun wirklich zu wenig, um diese Energiewende, die wir brauchen, und diese Strommengen, die wir brauchen, zu produzieren. Und deswegen, glaube ich, wird das eine ganz zentrale Frage. Wem trauen wir das zu? Und dann kommt es darauf an, dass wir etwas hinkriegen, was natürlich nach drei großen Koalitionen fast in Folge ganz schwer geworden ist, nämlich die Unterscheidbarkeit zwischen SPD und CDU, CSU wiederherzustellen. Also man hat ja manchmal den Eindruck, die beiden großen Volksparteien sind zu einer Art Systempartei, wie vielleicht die AfD sagen würde, verschwommen. Ihr kennt das in Österreich ein bisschen andersrum, aber dadurch, dass man so eng und so intensiv zusammenarbeitet und die Probleme löst und sowas, ist der Unterschied für normale Bürgerinnen und Bürger nicht mehr sichtbar. Das ist neben der Frage der Zukunftsfähigkeit der Parteien für mich immer eine der schwierigsten Antworten bei diesen Nachwahlbefragungen, wenn gesagt wird, ich weiß gar nicht mehr, wofür die SPD eigentlich steht. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir nicht mehr wirklich unterscheidbar sind. Das hat auch was mit der Art und Weise, wie Frau Merkel Politik gemacht hat, zu tun. Stichwort asymmetrische Demobilisierung, also möglichst alle Konflikte so wegzumoderieren, dass es eigentlich gar keinen Grund mehr gab, zur Wahl zu gehen, demobilisierend und dann darauf vertrauend, dass der staatsgläubige Konservative sonntags eben doch aufsteht und zur Wahlurne geht, auch wenn es eigentlich um nichts geht. Und der faule, fortschrittliche lieber sich nochmal umdreht und die Sonntagszeitung liest. Deswegen asymmetrische Demobilisierung. Und diese Art, den politischen Diskurs sozusagen zu sedieren und dafür zu sorgen, dass es um nichts mehr geht, diese Art kommt, glaube ich, jetzt an ein Ende, weil wir vor dieser einen Herausforderung stehen, aber vor vielen anderen. Also vorher haben wir schon immer gesagt, die Digitalisierung, aber ich glaube, dass eine Sache, die du ja auch in deinem Buch beschrieben hast, wie es mit den einfachen Leuten weitergeht, dass es die Frage ist, wie wir wieder Respekt herstellen für auch die Normalarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass dieses nach der Pandemie ja groß in Frage stehende, wer zahlt eigentlich diese gigantischen Summen, die wir ausgegeben haben, um die Beschäftigung zu stabilisieren, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um Europa zu retten, wer zahlt das eigentlich am Ende alles? Und das sind ja eminent politische und eminente Gerechtigkeitsfragen. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir bei all diesen Fragen 80% der Leute in einem Saal auf unserer Seite haben. Wir nennen die deswegen so ein bisschen die Kopfnicker-Themen, wo also instinktiv alle im Saal, wenn du das so erzählst, was du vorhast, mit dem Kopf nicken. Und wenn wir es schaffen, dass es in der Wahlauseinandersetzung wieder über diese Themen geht und dann deutlich wird, wir haben mit Olaf Scholz jemanden, der diese Themen auch tatsächlich mit seiner langjährigen Regierungserfahrung europäisch, international, national umsetzen kann, dann glaube ich, sind die heutigen Umfragen wirklich Geschichte. Und deswegen gucke ich darauf, wie wird es sich aus meiner Sicht, das ist jetzt eine Prognose und aus Erfahrung gespickt, entwickeln. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass uns das Schicksal eines Zweikampfes zwischen Schwarz und Grün erspart bleibt. Und im Moment sieht es auch noch so aus, als ob die Fernsehsender alle zu Triellen einladen. Also keine Duelle mehr, sondern dass wir tatsächlich die drei Leute haben werden, die dann um die Konzepte streiten werden. Das ist ja ohnehin auch noch eine neue Frage, die eben dazukommt, wenn plötzlich eine völlig neue Situation, nämlich eine noch nie dagewesene, da ist. Das
theoretisch zumindest drei Parteien die Nummer eins sein können und damit den Kanzleranspruch zumindest mal ja, wobei ich sagen würde, ich glaube gar nicht, dass es um die Nummer eins geht. Also so realistisch muss man sein, das würde ich jetzt öffentlich so, so richtig deutlich sagen, aber ich glaube, für die SPD kommt es ja vor allem zunächst. Wir sind hier öffentlich. Wir sind hier öffentlich. Ich weiß, aber wir sind ja im Freundeskreis öffentlich. Ja, ja. Also ich glaube, es kommt für die SPD ja zunächst mal vor allem darauf an, vor den Grünen zu liegen. Mhm. Weil auch, ich sag mal, 25-20-5 ist auch eine Mehrheit. Also ich glaube, dass das ist ja ein Phänomen, das ihr ein bisschen auch in Österreich kennt, aber noch mehr in den skandinavischen Ländern, wir erleben diese Fragmentierung des Parteiensystems, die Ausdifferenzierung und sozusagen die guten alten Zeiten, in denen eine Partei 45% oder gar 38% hatte auf nationaler Ebene, die scheinen ein bisschen vorbei zu sein. So, und das heißt, wir erleben im Moment ja auch, die CDU ist auch deutlich unter 30. Wir werden also, glaube ich, eher so eine Situation haben, eine Partei vielleicht bei 28, eine dann bei 24, 25, eine bei 20 und dann ein paar so um die, ich sag mal, 7 bis 14. Und wenn du dann eben zusammenzählst, und dann ist es die Frage, wer ist am Ende von den zweiten Parteien vorne? Und dann wird sich ja auch für die Grüne Partei die Frage stellen, möchten Sie lieber einen sozialdemokratischen Kanzler haben oder möchten Sie schwarz-grün machen unter einem schwarzen Kanzler? Und die Überzeugung bei uns ist natürlich, dass jetzt die CDU nach 16 Jahren mal eine Pause verdient hat und dass es ganz gut ist, wenn die jetzt mal neuen Ideenvorrat in der Opposition sich anlegt, weil wir eine gewisse Müdigkeit und eine gewisse Ideenlosigkeit und Konzeptionslosigkeit bei ihnen meinen, feststellen zu können. Würdest du eigentlich sagen, dass so etwas wie eine Wendestimmung in Deutschland ist, also zumindest so eine Stimmung, na, wir müssen jetzt eigentlich mal was Neues versuchen? Ein Hinweis wäre ja zum Beispiel auch der Umstand, dass die Grünen, obwohl wir in einer großen Krise sind, wo man annehmen könnte, die Leute, wir haben ein großes Bedürfnis nach Sicherheit, eigentlich so hoch oben sind. Die sind seit ewig nicht mehr in der Regierung gewesen. Annalena Baerbock hat noch nie ein Regierungsamt gehabt und trotzdem sind sie bei diesen 25%. Das hätte man ja deswegen schon auch nicht angenommen, wenn man angenommen hätte, die Menschen haben jetzt eher so ein, also eben ein Sicherheitsbedürfnis. Würdest du sagen, dass es eine Wendestimmung in Deutschland gibt? Ich glaube, es gibt beides. Es gibt sowohl das Bedürfnis nach Kontinuität und Sicherheit und es gibt dann andererseits auch dieses Gefühl, wir müssen jetzt nach 16 Jahren mal ein paar der Probleme, die nicht angegangen worden sind, angehen. Und das wird natürlich die spannende Frage sein, was ist die vorherrschende Stimmung dann im August und im September im Land? Deswegen macht aber auch Olaf Scholz jetzt nicht ein, ich bin die männliche Angela Merkel-Wahlkampf und wählt mich und alles bleibt, wie es ist, sondern ein bisschen wie beim Gattopardo, alles muss sich ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Also wir brauchen, glaube ich, ich habe das für die Energiewende und die Frage Klimaneutralität beschrieben, das ist eine gigantische Herausforderung, da muss sehr viel mehr passieren, als bisher passiert ist. Und meine Wahrnehmung ist, dass die ersten Monate des Jahres durch eine sehr schlechte Stimmung im Land im Hinblick auf die schleppende Versorgung mit Impfstoffen, dann die ganze Frage, wie ist das mit den Tests? Sind die Österreicher uns da etwa voraus? Warum kriegen wir das denn nicht hin? Dann der Diskussion, die es hier gegeben hat mit öffnen wir, schließen wir, machen wir das einheitlich, machen wir Fehler dabei? Und dann kamen ja noch so ein paar Korruptionsaffären, Stichwort Maskenbeschaffung und Kickback-Zahlungen für einzelne CDU- und CSU-Abgeordnete dazu. Und das hat zu einer großen Verärgerung geführt und dann einem Gefühl, die müssen da jetzt mal alle weg. Und da ist die SPD dann natürlich, obwohl wir damit nichts zu tun hatten, im Wesentlichen in Mithaftung. Ich glaube, dass sich das sieht man ja auch wieder an steigenden Zahlen für die CDU, gerade wieder verändert, also eine gewisse Nachsicht, was auch das Pandemie-Management anbelangt, einsetzt. Und deswegen glaube ich, dass diese am Anfang des Jahres, so auch bis zum April, Mai noch vorhandene, die müssen jetzt mal weg und Hauptsache neue Besen, dass sich das wieder verflüchtigt. Und das merkt man auch ein bisschen in dem Rückgang der Zustimmung für die Grünen. Und das, was du beschrieben hast,
dass die Frau Baerbock nicht noch nie ein Regierungsamt hatte. Also sie im Prinzip ja nur im grünen Milieu als Abgeordnetenmitarbeiterin, als Fraktionsmitarbeiterin und dann als Abgeordnete groß geworden ist, dass das schon bei vielen auch eine Frage auslöst, ob sie eigentlich wirklich für dieses Amt geeignet ist. Und das haben wir ja auch schon mal erlebt in verschiedenen Wahlkämpfen, dass so ein Kandidat, eine Kandidatin für das Amt der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers sehr stark gewogen und begutachtet wird, von oben, von unten, links und rechts. Und die Leute sich versuchen vorzustellen, trauen wir der oder dem das zu, neben Xi Jinping, neben Wladimir Putin, neben Erdogan, neben Johnson und so weiter und so fort, dann die deutschen Interessen durchzusetzen und diese Nation zu führen. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass man Olaf Scholz das sofort zutraut. Und sowohl bei Baerbock als auch bei Laschet gibt es da große Fragezeichen. Und deswegen wird, glaube ich, diese Frage Wechselstimmung eine Rolle spielen, die Frage Kontinuität, aber auch die Frage, wem trauen wir das zu? Und aus diesen ganzen Parametern wird sich dann eine Wahlentscheidung zusammensetzen. Jetzt hat sich ja die SPD in den letzten Monaten und Jahren, kann man sagen, schon eine Spur neu positioniert. Auch Olaf Scholz hat sich eine Spur neu positioniert, sozusagen quasi im Finanzministerium das umgebaut zu einer Zentralstelle des europäischen Keynesianismus, wenn man so will, aber auch innerhalb der Europäischen Union hier deutliche Akzente gesetzt. Heute ist übrigens ein historischer Tag, wenn ich das richtig gerade gesehen habe. Es wurden heute das erste Mal gesamteuropäische gemeinsame europäische Kreditaufnahme, die ersten 20 Milliarden am Kapitalmarkt platziert. Ja, auch eine dieser großen, wenn man so will, überraschenden Revolutionen oder kleinen Reformen, sagen wir, oder großen Reformen oder kleinen Revolutionen, die da in den letzten Jahren passiert sind, die auch die eine neue Positionierung der Sozialdemokratie auch ein bisschen im Zentimeter bedeutet hat. Das Ganze ja auch im Hinblick auf Regulierung von Arbeitsmärkten, Korrekturen von Hartz IV, Korrekturen dessen, was man eingeführt hat an Flexibilisierung, Deregulierung mit den bekannten Ergebnissen von Unordnung am Arbeitsmarkt und auch Niedriglohnsektoren. Aber das hängt natürlich gleichzeitig der SPD noch erheblich nach, wo dann kann man ja verstehen, dass die Leute sagen, ja, warum soll ich denen, die den Niedriglohnsektor eingeführt haben, zutrauen, dass sie jetzt die sein werden, die den Niedriglohnsektor wieder wegkriegen? Und das ist ja sozusagen noch die rationale Überlegung, die irrationale Überlegung oder weniger argumentierte ist, ich bin so böse auf die, dass ich es ihnen nicht verzeihen kann, auch wenn sie jetzt das Richtige wollen. Das ist ja eher wahrscheinlich fast sogar das Grundkrummeln, wenn man so will, bei diesem sozialdemokratischen Wählersegment, also die normalen Leute, in deren Leben damit mehr Stress und mehr Druck hineingeraten ist. Das ist ja wahrscheinlich auch in Wirklichkeit der Hintergrund für diese schlechten Umfragedaten, die man ja jetzt nicht nur im Bund sieht, sondern die ja auch katastrophale Ergebnisse in den Ländern gezeitigt haben. Also wenn man sich anschaut, was war jetzt Sachsen-Anhalt, 8%, vor 25 Jahren lagen wir dort bei 40, nicht? Dann stellte der Ministerpräsident, Baden-Württemberg ist ähnlich. Also wenn man da sozusagen in den Ländern schon, das ist ja auch ein Problem, ja. Ja, wobei ich sagen würde, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel oder in Hamburg haben wir deutlich bessere Ergebnisse. Ich glaube, es gibt so mehrere Elemente einer Antwort darauf. Also eins hat die SPD diese Agenda 2010 mit den Arbeitsmarktreformen im Jahre 2002, 2003 konzipiert. 2003 sind sie dann beschlossen worden. Das ist jetzt 18 Jahre her, also quasi Volljährigkeit. Das Ding hieß Agenda 2010, das ist jetzt 11 Jahre her. Und ich habe ein bisschen die Sorge, dass man es sich zu leicht macht und die Agenda so ein bisschen zu den Kriegskrediten unserer Generation wird. Also dieser Schwur am Anfang, wie hast du es denn eigentlich gehalten? Früher mit den Kriegskrediten, heute mit der Agenda. Und ich glaube, sie waren eine Antwort auf eine Zeit,
in der die Massenarbeitslosigkeit sehr hoch war, in der unser Staatshaushalt kaputt war, wir 15% der Ausgaben im Budget nur für Zinszahlungen aufgewandt haben und wir der kranke Mann Europas waren. Und das ging ja so nicht weiter. So. Und deswegen haben, und das war sozusagen ein historischer Zufall, würde ich sagen, dass in vielen europäischen Ländern in diesem Moment, und die haben alle das gleiche gemacht und in den USA mit Clinton auch, sozialdemokratische oder progressive Parteien an der Macht waren, die grosso modo alle was Ähnliches gemacht haben. Manche haben das dann sozusagen mit dem dritten Weg ideologisch überhöht und dann gesagt, das ist jetzt sozusagen die Anbiederung an den Neoliberalismus. Als jemand, der ein bisschen mit dabei war, sage ich, ja und nein, es war auch eine ganz pragmatische Antwort auf ein echtes Finanzierungsproblem und ein Aktivierungsproblem, was Arbeitslosigkeit anbelangt. Und natürlich sind da, wie das bei großen Reformen immer der Fall ist, auch schwere Fehler gemacht worden. Also ich glaube zum Beispiel, das Rumspielen am Kündigungsschutz war etwas, wo zum Beispiel Olaf Scholz damals schon gesagt hat, das findet er nicht richtig, aber nicht in einer Position war, das verhindern zu können. Und wir haben damals auch gesagt, zu solchen Reformen gehört ein Mindestlohn. Es hat dann eben nochmal 15 Jahre gedauert, bis wir ihn endlich haben durchsetzen können, auch weil die Mehrheitsverhältnisse anders waren. Wenn diese These stimmte, dass die alle so wahnsinnig ärgerlich sind auf die SPD, müsste man ja mal die Frage stellen, warum die denn dann nicht alle in Heerscharen zur Partei Die Linke abgewandert sind, sondern ganz viele sich ja auch bei Frau Merkel und der CDU wiedergefunden haben. Also, und wenn ich auf zum Beispiel mal die Hamburg-Wahlergebnisse gucke, die Olaf Scholz eingefahren hat 2011 und 2015, dann hat er bei den Nachwahlbefragungen bei den Arbeiterinnen und Arbeitern 60% geholt. Und deswegen gibt es, glaube ich, einen Teil der Wahrheit ist, wie du sie beschreibst. Ein anderer ist aber auch, dass andere Faktoren auch eine Rolle gespielt haben. So, und wie lösen wir das jetzt auf, indem wir jetzt nicht die ganze Zeit uns selbst kasteilen und die einen sagen, das war aber absolut notwendig, um sozusagen Verkrustung aufzuheben und die anderen sagen, das war der Untergang, ihr habt den Niedriglohnsektor geschaffen, sondern wir sagen, jetzt lass uns doch mal die Herausforderungen, die wir jetzt haben, in einer ganz anderen ökonomischen Situation, einer ganz anderen Arbeitsmarktsituation anschauen. Und dazu hat die SPD noch unter Andrea Nahles als Parteivorsitzende einen sehr intensiven Prozess, der die gesamte Partei beinhaltet hat, angestoßen und am Ende sich auf ein sogenanntes Sozialstaatskonzept verständigt, das tatsächlich, wie wir das nennen, Hartz IV überwindet, also die Arbeitsmarktreform überwindet und auch dieses System der Arbeitslosen, des Arbeitslosengeldes II. Und wir haben interessanterweise jetzt in der Krise erlebt, an welchen Stellen tatsächlich unser Sozialstaat, der ja sehr, sehr gut funktioniert hat, noch ausbaufähig ist. Und das ist insbesondere bei Solo-Selbstständigen. Und haben deswegen zum Beispiel mit der CDU-CSU es hingekriegt, dass eines der Elemente, was wir in unserem Sozialstaatskonzept für eine neue Bürgergeldgrundsicherung vorgesehen haben, jetzt schon temporär eingeführt worden ist. Nämlich, dass das Vermögen nicht mehr angeschaut wird. Also dass auch wenn du ein Vermögen hast, wenn du dir ein bisschen was angespart hattest, dass du das nicht zunächst einsetzen musst, bevor du dann staatliche Unterstützung erhältst. Oder auch, dass du nicht aus deiner Wohnung umziehen musst in eine kleinere Wohnung, weil dir das Amt sagt, wenn du eine staatliche Unterstützung willst, darfst du nicht mehr in einer Dreizimmerwohnung wohnen, sondern du hast nur noch Anspruch auf eine Zweizimmerwohnung. So, und diese Elemente, die wir temporär eingeführt haben, finden sich in unserer Vorstellung für die Zukunft. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was sehr anschlussfähig ist. Und wenn ich in das Grünen-Wahlprogramm gucke, dann haben die ziemlich ähnliche Vorstellungen in diesem Bereich wie wir. Und so, glaube ich, werden wir jetzt die neuen Herausforderungen, die ja eher von Fachkräftemangel geprägt sind und von der Frage, wie wir Transformation mit den Qualifikationserfordernissen unterstützen, geprägt sind, wie werden wir denen gerecht und nicht so sehr eine Debatte führen, haben wir damals das richtig gemacht oder welche Fehler haben wir gemacht. Ich glaube einfach, das bringt nichts. Also dann hält man sich das wechselseitig vor, aber was, da freut sich nur die Rechte und sagt, ja, sollen die sich doch streiten, wir ernten die Früchte und nehmen die Wählerinnen und Wähler mit Kusshand, die das nicht verstehen, wie so eine Partei sich die ganze Zeit selbst geißelt. Ja, ich bin ja ganz bei dir, dass ich jetzt bin ja kein Fürsprecher davon, dass man sozusagen Debatten führt über Dinge, die vor 18 Jahren waren. Aber egal, wofür ich bin oder dagegen ich bin, es ist ja durchaus auch interessant zu sehen, wie sehr das immer noch, auch bei normalen Leuten, also nicht nur im politischen Feld, klar, dass sozusagen der linke Flügel gegen den rechten Flügel und so weiter, aber auch auch durchaus bei normalen Leuten, dass das quasi das Chiffre für eine Enttäuschung ist oder so. Und sei es die Enttäuschung an der gesamten Politik, das ist ja auch
Absolut. Und da sagt, ich möchte, wenn ich eine oder zwei Zahlen mit dir teilen darf, das fand ich war eine der spannendsten Umfragen, die habe ich mir deswegen gemerkt, ich glaube auch aus 2010, also nach der Finanzkrise. Da wurden die Leute gefragt, wie schätzt ihr das denn ein mit den Reformen? 63% haben gesagt, die Agenda 2010 und diese Reformen sind die Hauptursache, warum Deutschland so gut aus der Krise gekommen ist und so gut wieder dasteht. Und die gleiche Umfrage, die gleichen Leute haben gesagt, 67%, diese Reform, mit diesen Reformen hat die SPD ihre sozialdemokratischen Werte verraten. So, und diese Schizophrenie, also zu sagen, es war das Richtige für das Land, aber dass die SPD das gemacht hat, das war falsch. Das ist halt etwas, was du nicht aufgelöst kriegst. Ja, ja, das kriegst du schon auch elektoral nicht aufgelöst, weil genau. Das Herz, das bindet, das war das Richtige, wählt die CDU, und das Herz, das bindet, die SPD hat ihre Seele verspielt, wählt dann auch nicht die SPD. Also wenn das durch die Menschen genau, selbst glaube, durchgeht, da es nicht immer durch die Menschen selbst durchgeht, ja. Ja, ja und ich glaube, ja, voll interessant. Olaf Scholz aber jemanden, der das nach vorne auflösen kann, ne? Weil als sozusagen Arbeitsrechtsanwalt, als jemand, der sich der ehemalige Arbeitsminister ist, der den Mindestlohn durchgesetzt hat, das ist jemand, der auch sehr genau versteht, um was es geht. Und deswegen auch so ein bisschen mit dem, was du in deinem Buch beschreibst, ja sehr viel als einen von drei Themen, über die er redet, ist Respekt. Also er macht Zukunft, Respekt, Europa. Und dieses Respektsthema hat, glaube ich, sehr viel genau mit diesem Thema zu tun, eine Entwertungserfahrung. Und die ist ökonomisch, aber die ist genauso auch kulturell. Und das ist übrigens das, was uns, glaube ich, auch wirklich von unserem grünen Mitbewerber unterscheidet. Also wir finden alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer prima und finden, it's okay to be a plumber. Also die Lebensentscheidung, eine berufliche Ausbildung zu machen, ist eine prima Entscheidung. Und damit kannst du ein super glückliches, tolles Leben haben. Und das ist unser Job, das auch möglich zu machen. Also dieses Milieu aus akademisch gebildeten Mittelschichten, das dann so leicht verächtlich auf andere Lebensstile herabblickt, das ist nicht unsere Welt. Und ich glaube, das merken Leute auch, dass da jemand wie Olaf Scholz sehr authentisch ist und sehr, auch wenn er natürlich ne, Politiker und viel mehr Geld verdient und sowas, aber sehr auf ihrer Seite und in diesem Sinne einer von ihnen ist. Also wie das sozusagen, wenn du so möchtest, eine klassische SPD immer war, aber so ein bisschen verschütt gegangen ist und jetzt aber nicht so im Blaumann und so ein bisschen gestrig daherkommt, sondern mit einer modernen Anmutung, aber eben als echte Volkspartei diesen Zusammenhalt im Blick hat und zu sagen, wir haben Respekt vor jeder und jeden und jedem Lebensstil. Ich könnte jetzt natürlich noch stundenlang mit dir über dieses Thema sprechen, aber ich will ja noch, bevor wir dann quasi das Publikum auch zuschalten oder es bitten, einladen mitzumachen, noch zwei Themen zumindest anschneiden in den nächsten 15 Minuten. Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sage ich jetzt gleich auch, Sie können am besten, wenn Sie hier im Zoom-Raum sind, über die Chat-Funktion eine Frage stellen und wenn Sie uns nur auf Facebook Live folgen, einfach in der Kommentarfunktion dort und meine Kollegin Nathalie Luftensteiner wird dann diese Fragen hier in den Raum und in unseren Dialog dann hier hineinspeisen, wenn man das so nennen mag. Ja? Das wird dann in circa 10, 15 Minuten sein. Zwei Themen möchte ich hier zur Debatte stellen, nämlich wo du auch einer der kundigsten Auskunftsgeber bist, Wolfgang, nämlich wie stehen wir jetzt eigentlich ökonomisch da nach der Corona-Krise? Also da haben ja die deutsche Regierung, aber generell auch die europäischen Regierungen, die Europäische Union, selbst die österreichische Regierung, an der ich immer viel auszusetzen habe und die auch sicher vieles falsch gemacht hat, aber grosso modo haben unsere Gesellschaften da richtig reagiert, nämlich dass man über Kurzarbeit, über verschiedene staatliche Hilfen, die vielleicht manchmal schneller, manchmal weniger schnell, manchmal bei den richtigen, manchmal bei den falschen angekommen sind, aber mehr oder weniger hat man verhindert, dass Massenarbeitslosigkeit entstanden ist, dass sie sich verfestigt hat, vor allem, dass bisher keine großen Insolvenzwellen stattgefunden haben und dass man am Ende der Pandemie, die ja schon ein bisschen winkt ums nächste Eck, dann in der Lage ist, quasi schnell neu durchzuschalten. Wolfgang, du hast dich jetzt weggeschaltet.
Das war nur ein kleines Versehen hier. Ja, gut. dass man dann in der Lage ist, neu durchzustarten. Und tatsächlich ist es ja, natürlich haben circa in Österreich, würde ich sagen, 1 Million Menschen signifikant Einkommen verloren. Ja? Aber es leben in Österreich ja 10 Millionen Menschen. Ja? Und wir haben heute eine Arbeitslosenrate von, also absolute Zahlen von um die 380.000, 360.000, glaube ich, inklusive Schulungen. Das ist weniger als 10 Jahre nach der Finanzkrise, wo wir diesen Rucksack noch herumgeschleppt haben. Ich kann mich erinnern, 2016 hatten wir so 420.000 Arbeitslose noch. Und unlängst habe ich einen Kollegen und Genossen getroffen, der dann zu mir gesagt hat, du, wo ist eigentlich diese Krise? Kommt die noch? Ja. Und ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht kommt sie ja gar nicht. Vielleicht gelingt es uns, ja, dass wir sozusagen eigentlich am Ende dieser Krise weniger Arbeitslose haben als eigentlich sozusagen die ganzen 10er Jahre. Wir kriegen all die Leute aus der Kurzarbeit einigermaßen zurück in die Normalbeschäftigung. Wir verhindern noch Insolvenzwellen. Die Menschen, die nichts verloren haben in diesem Jahr, also diese 80%, sage ich mal, die eher das gleiche Einkommen wie bisher hatten, aber nichts davon ausgeben konnten und deswegen eine viel höhere Sparrate hatten als bisher, konsumieren wie verrückt. Und wir haben am Ende dieser Krise eine Wachstumsrate von 10% und ein neues Wirtschaftswunder und von Krise keine Spur, außer dass die Staatsschuldenstände halt um 15% höher sind, als sie vorher waren, was aber allen wurscht sein kann, wenn man nicht auf die Idee kommt, Austeritätspolitik zu betreiben. Wie siehst du das? Kommt da noch eine Krise oder wird das Mirakel sein, dass wir das ökonomisch eigentlich ziemlich unbeschadet überstanden haben alles? Ich glaube, ein entschiedenes sowohl als auch. Also ich glaube, dass die, dass die große Krise, zumindest jetzt in den nordeuropäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, tatsächlich durch das beherzte Eingreifen, muss man auch sagen, nicht kommen wird. Also wenn wir uns angucken, was wir noch im letzten Jahr an Prognosen hatten für den Einbruch in 2020 der Wirtschaftsleistung, was dann tatsächlich eingetreten ist, in Deutschland 4,8% Minus beim BIP, statt mal prognostizierten 7-8% Minus. Das hat natürlich was sehr mit diesem beherzten Eingreifen, den Instrumenten, die du genannt hast, Kurzarbeit und den Krediten und den Zuschussprogrammen und zu tun. Und wenn man jetzt auf die Zukunft guckt, dann in der Tat gibt es jetzt diese Nachholeffekte, knapp unter 4% in diesem Jahr und dann 4% oder so im nächsten Jahr an Wirtschaftswachstum, vieles an Nachholen. Aber wir sehen natürlich auch Schleifspuren und wir müssen jetzt mal gucken, was insbesondere im Gastronomie-, im Hotelleriebereich, im Veranstaltungs- und Kulturbereich an Strukturen kaputt gegangen ist. Wir haben uns sehr bemüht, da auch gezielt zu helfen, also insbesondere in die Bereiche, die besonders betroffen sind und auch langanhaltend betroffen sind. Aber wenn man jetzt auf die Unternehmensinsolvenzen guckt, sieht man, das sieht ziemlich gut aus. Und der IWF hat uns neulich bescheinigt, wir hätten irgendwie gut 400.000 Unternehmen mit unseren Maßnahmen auch vor Insolvenzen bewahrt. So, insofern, glaube ich, kann man sagen, das ist uns ganz gut gelungen. Trotzdem sind natürlich gerade im unteren Einkommensbereich, sagen wir bei Leuten in der Gastronomie, die zwar auch in Kurzarbeit waren und selbst wenn die Leute das Kurzarbeitergeld, das in Deutschland gedeckelt ist, nochmal aufgestockt haben, im Prinzip auf den Nettolohn, sind dann natürlich die ganzen Trinkgelder weggeblieben und viele konnten auch nicht aufstocken, sodass dann doch erhebliche Einkommensverluste auch damit verbunden waren. Und bei Solo-Selbstständigen, ich habe das vorhin ja schon gesagt, ist sicherlich eine der Gruppen, die keine gute soziale Sicherung hat, wenn du so ein Mittelschichtseinkommen hast. Einer ist angestellt, eine ist Solo-Selbstständig, dann ist da richtig was weggebrochen, weil wir dafür auch keine ganz adäquate Unterstützung haben zur Verfügung stellen können. Und da muss man einfach mal gucken, noch wie sich das so weiterentwickelt. Wir haben uns auch da bemüht, nachzusteuern, auch jetzt gerade nochmal für den Kulturbereich. Und im Moment sagen alle, es wird ganz gut gehen. Ich finde nur, es steht uns auch gut an, noch einmal den Blick über Österreich und Deutschland hinauszuwenden und dann eben in die anderen europäischen Staaten. Dafür haben wir ja diesen Fonds auch geschaffen und diese Zuschüsse, wo du heute ja sagst, ne, die erste Anleihe, die europäisch tatsächlich begeben worden ist, dafür.
Weil natürlich der in Spanien, in Portugal, in Griechenland, in Italien der Tourismussektor zum Beispiel im letzten Jahr fast vollständig eingebrochen ist. Und wir wissen, dass die auch aus der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, 2009 und der Euro-Krise und der Staatsschuldenkrise ganz schwierig rausgekommen sind, mit sehr hohen Schuldenständen, mit Schwierigkeiten, was den Marktzugang anbelangt. Und da kommt jetzt das alles nochmal drauf. Das heißt, da bin ich noch sehr in Sorge und hoffe, dass wir mit unseren Maßnahmen ausreichend helfen und unterstützen und Solidarität organisiert haben, dass das gut geht. Und dann gucken wir natürlich auch immer noch ein bisschen auf den Rest der Welt. Und wenn du da in die Schwellenländer guckst und wenn du in die Entwicklungsländer guckst, sieht die Lage schon sehr viel dramatischer aus. Also in Afrika und Lateinamerika wird häufig gesagt, dass bis zu 10 Jahre Entwicklung verloren gegangen sein könnten, was mit dem Zustand der Gesundheitssektoren und Systeme zu tun hat, mit der sehr späten Verimpfung, also die Frage globale Impfstoffgerechtigkeit und jetzt natürlich dem ökonomischen Einbruch, den diese Länder erlebt haben. Und da diskutieren wir jetzt, haben wir gerade in dem G20-Kontext und mit dem IWF und der Weltbank hingekriegt, sehr schnell reagieren, eine sogenannte Schuldenmoratorium, also eine Debt Service Suspension Initiative, DSSI. Und jetzt reden wir über Schuldenumstrukturierung, aber organisieren auch nochmal sehr viele Gelder, um diese Staaten zu stabilisieren. Und das hat natürlich, weil die keine ausgebauten sozialen Sicherungssysteme, kein Kurzarbeitergeld haben, ganz massive Auswirkungen. Und deswegen, glaube ich, gibt es schon diese Wahrnehmung, es ist die schwerste Krise, zumindest für Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben, glaube ich, mit all unserer Kraft, all unseren Mitteln dagegen gehalten. Deswegen ist es für uns ökonomisch gut ausgegangen. Aber das heißt eben nicht, dass es für alle in unserer Gesellschaft gut ausgegangen ist. Und vor allem heißt es nicht, dass es für den Rest der Welt auch so gut ausgegangen ist. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu tun. Du hast ja, wir haben ja das ja jetzt schon mehrmals angesprochen, diesen Paradigmenwechsel auch auf der Ebene der Europäischen Union, vor allem wenn man es auch vergleicht mit dem Umgang während der Finanzkrise, wo du da dieses Blame Game hattest, aber das ist ja die rhetorische Sache. Die politische Sache war damals harte Austeritätspolitik und 10 verlorene Jahre de facto, während man jetzt eine völlig andere Politik gemacht hat mit gemeinsamer Kreditaufnahme, dann vielleicht noch übers Detail gestritten hat, aber nicht mal die knauserigen 4, zu denen Österreich auch gezählt hat, war dann vollständig gegen das Prinzip. Ja? Das heißt, wir haben auf dieser Ebene einen Paradigmenwechsel, wir haben aber auch auf globaler Ebene einen Paradigmenwechsel auch wirtschaftsphilosophischer Hinsicht, wenn man das so nennen mag, wirtschaftstheoretischer Hinsicht, mit einer neuen US-Regierung, mit einer Biden-Regierung, die viel, viel ambitionierter regiert, aber auch viel, viel klarer und more decisive ist, was sozusagen ihre Haltungen betrifft, als das linksliberale, progressive Regierungen in den letzten 20 Jahren von Clinton bis Obama waren. Mit Ergebnissen jetzt diesen G7-Gipfel, wo man erste Schritte zur Bekämpfung von Steuerdumping und Steuersümpfen und Steueroasen und so weiter durchführt. Ist das der große Paradigmenwechsel unserer Zeit, Wolfgang? Ich weiß es auch noch nicht. Ich glaube aber, dass es tatsächlich sehr beeindruckend ist, was da gerade passiert. Und wir hatten ja vor 2, 3 Wochen den G7-Finanzministertreffen in London, wo wir dann diese Vereinbarung zur effektiven globalen Mindestbesteuerung und zur, wie es so schön heißt, Reallokation von Besteuerungsrechten, also für insbesondere die großen Digitalkonzerne, Facebook und Google und Co., hinbekommen haben. Und bei der Diskussion der Finanzminister und Finanzminister wurde schon deutlich, dass es eine Art neuen Konsens gibt, der natürlich auch getrieben ist von den sehr hohen Schuldenständen, du hast sie genannt, für diese riesigen Hilfsprogramme, die überall gestartet worden sind. Und alle haben den Eindruck, einerseits aus Gerechtigkeitsgründen, also alle sollen irgendwie ihren fairen Anteil beitragen und andererseits auch schlichtweg aus fiskalischer Notwendigkeit, dass einfach dieses Wettrennen um die niedrigsten Steuersätze jetzt zu Ende sein muss. Und da hat natürlich die neue US-Administration sehr geholfen, weil die sozusagen national einen sehr ambitionierten Plan haben, die von Präsident
Trump abgesenkten Unternehmenssteuern wieder zu erhöhen, sodass sie dann auch in einen Geleitzug kommen wollen international. Aber man muss sagen, wir haben diese globale Mindestbesteuerung jetzt, Olaf Scholz hat gemeinsam mit Bruno Le Maire den Vorschlag im Oktober 2018 gemacht und seitdem sehr hart daran gearbeitet, sowohl in dem sogenannten Inclusive Framework der OECD, als auch bei G20 und bei G7. Und wir waren auch mit der alten Administration von Trump und dem Finanzminister Mnuchin schon ganz schön weit. Und dann kam Corona, das hat das sozusagen nochmal nach hinten geschoben. Aber ich glaube, wir wären auch mit denen klargekommen. Wir hätten vielleicht nicht es hingekriegt, was jetzt vereinbart worden ist, zumindest mal als Vorschlag, den Mindeststeuersatz bei 15% zu verankern, sondern das wäre vielleicht ein bisschen weniger geworden. Aber das Grundprinzip, dass wir so eine Lösung international brauchen, war auch da. Was jetzt neu ist, ist, dass durch die Krise eben in den USA, aber auch in UK, darüber geredet wird, Steuern zu erhöhen. Also Unternehmenssteuersätze, die eben deutlich niedriger sind als bei uns, jetzt wieder zu erhöhen und nicht diesen Wettlauf nach unten mitzumachen. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und natürlich ist die Frage, die wir jetzt bei beiden sehen, mit diesen großen Konjunkturprogrammen und diesen großen Infrastrukturprogrammen, etwas, was eine Abkehr ist von dem, was wir bisher gesehen haben. Und ich glaube, dass das auch das ist, was wir im letzten Jahr in Europa erlebt haben, was jetzt Next Generation Europe heißt. Also nicht nur eine gemeinsame Schuldenaufnahme, sondern eben auch Zuschüsse an europäische Staaten zu geben, um einen Neustart tatsächlich möglich zu machen. Das ist schon faszinierend zu erleben im Kreisen der G7 und jetzt auch G20 und mit dem IWF und der Weltbank, also dem alten Washingtoner Konsens, dass die auf einmal von derartigen Dingen reden und auch nicht nur sozusagen erdulden, dass das passiert, sondern aktiv sich einbringen und aktiv Vorschläge machen. Das hätte ich mir als irgendwie 18-Jähriger auch nicht vorstellen können, dass ich A, mal in so einer Runde sitze und dann B, die auf diese Art und Weise über diese Themen diskutiere. Da würde ich jetzt auch noch gerne stundenlang weiter fragen, wie das dann genau ist, aber ich sehe jetzt schon, dass es die eine oder andere Frage in unseren Chats gibt und wir sind ja jetzt schon auch knapp vor 20 Uhr und ich will natürlich auch dem Publikum die Möglichkeit geben oder die Möglichkeit hier nicht versperren, dass die Publikumsfragen auch vorgetragen werden. Deswegen gebe ich jetzt das Wort an Nathalie Luftensteiner. Du hast einen größeren Überblick, was da an den verschiedensten Portalen an Fragen eingegangen ist. Genau, hallo, guten Abend. Ich melde mich aus dem Hintergrund, lese einfach mal ein paar Fragen vor, ja. Und zwar, wieso kommt die SPD in Vorwahlzeiten nicht aus den Startlöchern? Habt ihr so wie die Linkspartei nicht die richtigen Themen? Wieso bietet ihr den ostdeutschen Wählern sehr wenig und den Wählern, die ein Unbehagen mit zu viel Zuwanderung aus bestimmten Kulturkreisen haben, keine Antworten, die sie zur SPD zurückkehren lassen? Wenn es für Sie in Ordnung ist, Herr Schmidt, würde ich noch kurz mit einer zweiten Frage fortfahren. Ist es für den SPD-Wahlkampf hilfreich, dass Olaf Scholz augenblicklich in jede Talkshow geht, um Volksnähe aufzubauen? Und dann vielleicht noch kurz eine Frage noch dazu. Müssen die SPD und Olaf Scholz nicht ökonomisch wesentlich aggressiver, mutiger und populistischer auftreten, so wie Biden angetrieben durch Elizabeth Warren, um soziale Spaltung aufzuhalten und große Vermögen anzugreifen? Ja. Ich würde dann nochmal eine zweite Runde machen, wenn es für Sie in Ordnung ist. Ja, klar. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, dass was die Ostdeutschen anbelangt, mache ich mir nicht so viele Sorgen. In der dann nicht ganz so glücklich für uns ausgegangenen Wahl in Sachsen-Anhalt gab es gleichzeitig eine Umfrage, die gefragt hat, wen von den dreien würden Sie denn gerne als Kanzler wählen? Und da war Olaf Scholz mit 30% weit, weit, weit vorne. Weil ich glaube, dass die Ostdeutschen verstehen, dass da einer ist, der nicht nur jetzt seit einiger Zeit auch in zwar Potsdam, aber immer in Ostdeutschland lebt, sondern tatsächlich auch biografisch mit Ostdeutschland ganz viel verbindet. Er war als junger Anwalt nach der Wende auf der in Anführungszeichen richtigen Seite und hat Gewerkschaften und Arbeitnehmer und Arbeitnehmer vertreten in diesen ganzen Privatisierungsprozessen der Treuhand. Also das heißt, er hat zum Beispiel das große Industriekombinat Tagkraft mit unterstützt, also die Belegschaft, um möglichst viel zu erhalten und kennt daher natürlich diesen unglaublichen Transformationsprozess, den das
den der Ostteil des Landes durchlebt hat und das, was das an biografischen Einschnitten mit sich gebracht hat, aber auch dem, was die Ostdeutschen eben beizutragen haben und das, glaube ich, häufig nicht genug gewürdigt wird. So, das ist meine Wahrnehmung aus den Rückmeldungen auch und aus seinen Auftritten da, dass er die richtige Sprache spricht. Und natürlich sind Teile des SPD-Programms, nehmen Sie die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, insbesondere, also es betrifft 10 Millionen Leute, die unter 12 Euro pro Stunde verdienen derzeit. Und das ist natürlich im Osten Deutschlands nochmal sehr viel mehr verbreiteter. So. Und deswegen haben wir auch sehr handfeste Themen. Und ich glaube, dass dieses Respektsthema natürlich eins ist, das für viele Ostdeutsche auch eine zentrale Rolle spielt. Beim Zuwanderungsthema könnte man wahrscheinlich sehr, sehr viel und sehr viel lange diskutieren. Olaf Scholz hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, das er mit dem Titel Hoffnungsland überschrieben hat. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen den Duktus. Und er hat in seinen 7 Jahren als Hamburger Bürgermeister, glaube ich, ein bisschen gezeigt, wie eine vernünftige, progressive Zuwanderungspolitik aussehen kann, die auch Zustimmung organisiert. Und er hat, als er mal Innensenator in Hamburg war, den Spruch geprägt, ich bin liberal, aber nicht doof. Und das kann man, glaube ich, auch auf seine Zuwanderungspolitik anwenden. Wir hatten in Hamburg die höchste Einbürgerungsquote. Er hat jedem in Hamburg, der eine Zuwanderungsgeschichte hat und noch nicht Deutscher war oder Deutsche und die Voraussetzungen erfüllte, also 8 Jahre zum Beispiel, einen persönlichen Brief geschrieben und eingeladen, Deutsch oder Deutscher zu werden. Das hat eine doppelt so hohe Zuwanderung, also eine doppelt so hohe Einbürgerungsquote zum Ergebnis gehabt wie in den anderen 15 Ländern. Dann haben wir Einbürgerungsfeiern gemacht und gleichzeitig haben wir natürlich auch gesagt, diejenigen, die nach den Überprüfungen und dann nach einer gerichtlichen Überprüfung kein Bleiberecht haben, die müssen auch wieder gehen. Und ich glaube, dass man mit so einer klaren Haltung, humanistisch, es gilt das Asylrecht, aber dann auch an die Regeln halten, wieder, was ich vorhin sagte, Kopfnicken hervorruft bei 80%. Und wir haben es tatsächlich, die letzte Wahl in Hamburg, die Olaf Scholz erfolgreich bestritten hat, war 2015. Und da war in Hamburg schon, das war zwar im Februar, also vor dem großen, bevor das so ein Großthema in ganz Europa wurde, aber in Hamburg war es da schon so. Und er hatte immer zu Beginn seiner Bürgerversammlungen in den Stadtteilen kamen die Autonomen rein und skandierten Olaf, du Loser, Lampedusa, weil wir so eine Gruppe hatten aus Schwarzafrika, die über Lampedusa nach Deutschland gekommen war und da es um Bleiberechte ging. Und dann zogen die ab und dann waren die ganz normalen Leute da, die sich beschwerten, dass nun ausgerechnet in ihrem Stadtteil eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden sollte. Und er hat es jeweils geschafft, deutlich zu machen, dass beides richtig ist. Sowohl der Bau der Flüchtlingsunterkunft als auch eine klare Haltung zu denjenigen, die kommen und dann gesagt haben, sie können irgendwie Sonderrechte für sich in Anspruch nehmen. Und das hat die Hamburger und Hamburger so überzeugt, dass er 46% gekriegt hat und wir die AfD fast aus der hamburgischen Bürgerschaft rausgehalten haben. Also ich glaube, dass es möglich ist, ohne ins Ressentiment zu verfallen, eine sehr progressive, sehr kluge Zuwanderungspolitik zu haben und die auch reüssiert bei den Leuten, weil wenn man sich nicht so verdruckst ausdrückt, sondern klar sagt, was ist. Was die Talkshows anbelangt, ich glaube, es geht nicht so sehr darum, Volksnähe zu demonstrieren, sondern es geht schon eher darum, dass man vor allem durchdringt mit den eigenen Botschaften. Das ist ja ein Problem, und Robert Miesig hatte das vorhin ja beschrieben, ne? Wenn es zu einem Duell nur noch wird in der öffentlichen Wahrnehmung zwischen den Grünen und der CDU, dann muss man natürlich den direkten Weg zur Wählerin und zum Wähler machen. Und das ist in pandemischen Zeiten eben mit großen Veranstaltungen etwas schwierig. Und außerdem können Sie da irgendwie 2 Jahre durch die Bundesrepublik Deutschland touren, bis Sie die gleiche Zahl von Leuten erreicht haben, die Sie mit einer Talkshow erreichen. Und ich finde es auch tatsächlich ganz gut, dass wir jetzt ja doch mehr Talkshows haben, die auch tatsächlich mal zur Sache diskutieren, durchaus auch mal leidenschaftlich. Ich weiß nicht, ob Sie gestern Lanz gesehen haben. Da hatte Olaf Scholz dann zu später Stunde nach diesem etwas weniger erfreulichen Fußballspiel einen Auftritt und kam durchaus unter Beschuss und mit vielen Fragen. Aber er hat sich
wie ich fand, ganz gut geschlagen. Und ich glaube, dass die Leute sich auch tatsächlich für Politik interessieren und nicht nur sozusagen die. Herr Schmidt. Jetzt ist er weg. Oje, was ist da passiert? Na, hoffen wir, dass er sich wieder einwählt. Ja, würde ich auch sagen. Ja, er kommt ja schon wieder. Wunderbar. Entschuldigung, ich hatte ein technisches Problem, weil gleichzeitig ein Anruf einging und ich habe die falsche Taste zum Wegdrücken gedrückt. Also, dass sozusagen es wichtig ist, da auch gegenzuhalten und dass sich die Leute für Inhalte interessieren und dann auch ein Interesse daran haben. Deswegen nicht so sehr Volksnähe, sondern eher die Möglichkeit, direkt zu Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Ich glaube, das waren die zwei Fragen. Ich habe jetzt im Chat noch eine dritte. Es gab noch eine Frage, muss die SPD und Olaf Scholz nicht ökonomisch und in den sozialpolitisch und ökonomisch aggressiver und populistischer auftreten, um da diesen Unterschied deutlich zu machen, so wie Warren, Biden, um soziale Spaltungen aufzuhalten? Ich glaube, dass es immer klug ist, ein klares Programm zu haben. Und das haben wir. Also wir haben, glaube ich, einen sehr kluges Programm, das auch die Unterschiede zur Union deutlich macht. Ich hatte das ganz am Anfang gesagt, ich glaube, darum wird es gehen. Es muss nach diesem Kuschelwahlkämpfen der Vergangenheit, wo es eigentlich kaum Kontroversen gab, wird es jetzt darum gehen, tatsächlich die Unterschiede, insbesondere natürlich zwischen SPD und CDU, deutlich zu machen. Und da haben wir Stichwort Mindestlohn 12 Euro, aber auch Stichwort Solidaritätszuschlag, also das ist bei uns so ein Zuschlag zur Einkommenssteuer, den seit dem 1. Januar nur noch 1,35 Millionen Leute, also Leute, die ein sehr, sehr gutes Einkommen haben, zahlen. Und die CDU will das abschaffen, weil sie sagt, das war mal für die Finanzierung der Einheit, das brauchen wir nicht mehr. Und wir sagen, das sind 10 Milliarden Euro im Jahr, die brauchen wir zum Beispiel für den Bau von Schulen, von Bahntrassen, Investitionen in die Köpfe, Investitionen in die Infrastruktur. Und über solche Fragen wird es natürlich gehen. Und wir haben auch gleichzeitig gesagt, dass es notwendig ist, ein sehr hohes Niveau an Investitionen zu halten. Ich habe vorhin über die Herausforderungen dieser Transformation und der Klimawende gesprochen. Das ist eine gigantische Aufgabe. Und wenn man dann sagt, wie die CDU jetzt, wir wollen die Unternehmenssteuern senken und wir wollen dann auch noch 20 Milliarden im Jahr mehr für die NATO ausgeben, dann geht direkt, und wir wollen gleichzeitig möglichst schnell zur schwarzen Null zurück, dann geht es nicht auf. Also ich habe nur das Hamburger Abi mit Mathe-Leistungskurs, aber das funktioniert nicht. Also das geht nicht auf. Und diese Fragen werden natürlich auch im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Das Problem, was wir im Moment haben, ist, die CDU hat noch kein Programm. Also die haben sich ja sehr, sehr viel Zeit gelassen, bis sie überhaupt mal einen Kandidaten gefunden haben. Und jetzt lassen sie sich noch mal Zeit, bis sie das Programm präsentieren. Und solange ist es halt ein bisschen Schattenboxen. Und meine Wahrnehmung, was ich vorhin geschildert habe, ist, jetzt wollen die Leute erstmal im Biergarten sitzen und auch nicht schon wieder mit den nächsten Problemen behelligt werden. Und dann glaube ich, dass es im August sehr deutlich darum gehen wird, über diese Themen zu reden. Und deswegen ist Olaf Scholz halt hin und wieder jetzt auch in den Talkshows, um dann schon mal so den einen oder anderen Hinweis zu geben, dass es um sowas geht und wie unsere Position ist oder seine Position ist und was bei der CDU sich so tut. Mit so Pauschalhinweisen, wir müssen populistischer werden, bin ich immer sehr vorsichtig. Also ich glaube, ja, man soll natürlich so reden, dass die Leute einen verstehen und dass sie möglichst auch mit einem einer Meinung sind. Aber jetzt einfach nur, um durchzudringen, möglichst schrille Forderungen aufzustellen, wäre, glaube ich, jetzt auch wieder falsch. Und ich glaube wirklich, wir haben ein sehr passendes, taugliches, progressives Programm. Das wird auch allen Hallen gelobt. Wir haben es kurz gehalten, sodass diejenigen, die Lust haben, es auch wirklich lesen können und nicht so erschlagen sind von 150 Seiten. Und dann war es uns extrem wichtig, dass das Programm fröhlich daherkommt. Also nicht so, ach, die Welt ist schwer und alles ist mühselig, sondern im Sinne einer, wie ich uns immer bezeichnen würde, fröhlichen Fortschrittspartei. Also dass wir ein bisschen deutlich machen, es geht
um Gestaltung der Zukunft und wir haben Lust darauf und wir haben dafür die richtigen Ideen. Und wir sind nicht so erschöpft und ausgelaugt, sondern wir sind eine Partei, die richtig was will. Und da bin ich ganz optimistisch, dass uns das gelingen wird, jetzt auch im Wahlkampf, wenn er denn mal richtig beginnt, deutlich zu machen. Nathalie, vielleicht noch eine Runde mit 2, 3 Fragen und dann... Genau. Auf Facebook fragt ein Zuseher, zwar Sie, Herr Schmidt, was Sie davon halten, dass immer mehr Argumente für ein bedingungsloses Grundeinkommen im Fokus der Debatte stehen. Und dann haben wir noch hier einen etwas längeren Kommentar mit einer Frage. Der Themen sagt, vielen Dank für das interessante Gespräch. Viele junge Leute fühlen sich zurzeit gut von der FDP repräsentiert, die sich nach meiner Einschätzung stark marktorientiert aufstellt, jedoch auch verstärkt die Aufstiegschancen der Bürger bewirbt. Wie sehen Sie diese auf den ersten Blick gegenläufig anmutende Entwicklung und wie kann die SPD diese Wählergruppe zurückgewinnen? Und dann haben wir jetzt noch eine kurze Frage reinbekommen, die würde ich auch noch vorlesen. Wieso gibt es bisher kein inspirierendes Schattenkabinett mit frischen, jungen, diversen Köpfen? Das war's. Ja, vielen Dank. Ich fange gleich mit der letzten an. Ich glaube, dass dieser Gedanke der Schattenkabinette kommt ja aus England. So, und da ist das Schattenkabinett ja ein echtes Shadow-Kabinett, das die ganze Zeit die Politik der gewählten Regierung verfolgt und begleitet. Das, was bei uns in Deutschland stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die jeweiligen Bereiche werden, nur dass sie eben dann Shadow-Cabinet-Member vor oder was auch immer heißen. Wir werden das eher nicht machen. Wir haben ja eine Regierung und wir haben auch sehr kluge Köpfe, die in den Ländern sind. Ich glaube auch, dass wir, ich habe das vorhin geschildert, stärker eine Personalisierung auf die Spitzenkandidaten haben werden. Und da wäre es jetzt nicht so wahnsinnig klug, dann wieder mit so einer Riesentruppe von Leuten, von denen man hinterher doch weiß, dass sie nie was werden, anzutreten, weil ja auch jeder weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die SPD jetzt eine absolute Mehrheit gewinnt und dann alle, die in so einem Schattenkabinett antreten, dann auch einen Kabinettsposten kriegen, eher nicht so wahnsinnig groß ist. Und Olaf Scholz war selber nun häufiger mal Mitglieder in solchen Schattenkabinetten, um das auch einschätzen zu können. Was klar ist, ist, dass es nicht den Eindruck geben darf, Olaf Scholz ist das letzte Aufgebot der SPD und nach dem kommt nichts mehr. Und so ist es auch nicht. Wir haben, ich glaube, 109 Kandidatinnen und Kandidaten unter 40. Das ist wahrscheinlich die jüngste und auch diverseste Kandidatenliste aller Parteien, inklusive übrigens der Grünen. Und natürlich werden wir das auch deutlich machen. Jetzt am Wochenende, am Sonntag gibt es einen Zukunftskongress der SPD, wo ein ganzer Haufen von diesen jungen Kandidatinnen und Kandidaten auch dabei sein werden, um auch deutlich zu machen, dass die SPD noch eine Zukunft hat, auch personell. Was das bedingungslose Grundeinkommen anbelangt, wäre wahrscheinlich nochmal eine Gelegenheit für eine Riesendiskussion. Ich kann Ihnen sagen, die SPD hat sich mit sehr guten Gründen, wie ich finde, dagegen entschieden. Ich bin auch nicht sicher, ob die Wahrnehmung, dass das eine Riesendebatte ist, wirklich so stimmt. Also als ich noch bei den Jusos war, haben wir das unter dem Stichwort Zentralität der Erwerbsarbeit diskutiert. Wir sind schon der Meinung, dass es richtig ist, dass Leute arbeiten und dass Arbeit eben nicht nur zum Lohnerwerb dient, sondern auch einen Sinn ergibt und einem Würde gibt. Und deswegen glauben wir, dass es gut ist, dass Leute arbeiten. Und ich kenne kein einziges Konzept und habe viel mit natürlich Leuten, die das auch propagieren und richtig finden, diskutiert, die das bedingungslose Grundeinkommen auf einem vernünftigen Niveau in einer finanzierbaren Art und Weise zusammenzählen. Also wenn man es mal durchrechnet und die verschiedenen, das ist ja dann letztendlich der Gedanke, sozialstaatlichen Leistungen, die wir im Moment haben, zusammenführt, vereinheitlicht und dann durch die Köpfe teilt, kommt eben entweder ein Betrag raus, von dem man nicht vernünftig leben kann und dem dann eben die Lebenssituation, die im Moment absichern, nicht mehr abgesichert werden. Oder es ist vollständig unfinanzierbar. Und deswegen finde ich auch, wenn man sich die Unterstützerkreise anguckt, sind es jetzt in den libertären Teilen Leute, die im Prinzip damit auch die soziale Sicherung, wie wir sie zumindest in Kontinentaleuropa richtig finden, abschaffen wollen. Und deswegen bin ich da und ist die SPD auch nicht überzeugt von dem Konzept. Aber ich weiß, das ist eine Debatte, die man sehr lange und intensiv führen kann. Und da wird es wahrscheinlich noch viele Gelegenheiten geben. Was die FDP anbelangt,
Ich glaube, die profitieren natürlich im Moment auch davon, also was ich vorhin sagte, von dieser Regierung und dann einer Enttäuschung auch über den konservativen Teil der Regierung, Stichwort Maskenaffäre, auch Regierungsteilnehmenden, die jetzt ihren Job nicht so wahnsinnig gut gemacht haben aus der Sicht der Bevölkerung und die dann eher natürlich zur FDP gehen. Ich glaube, es gibt in der Tat sehr spannende Teile auch der FDP, mit denen ja zum Beispiel in Rheinland-Pfalz auch eine gute Koalition möglich ist und wo es dann auch Schnittmengen tatsächlich gibt. Und natürlich ist das Thema, wie wir es möglich machen, dass die Gesellschaft durchlässig ist, dass sie Aufstiege ermöglicht, auch ein Thema immer der SPD und wird es bleiben. Wo wir einen echten Unterschied haben, ist, dass wir nicht in so einen Duktus verfallen, dass wenn man den Aufstieg nicht möchte oder nicht macht, ein Loser ist. Also so eine Selbstoptimierungsgeschichte, sondern dass eben, was ich ganz am Anfang sagte, die Gesellschaft des Respekts für uns sehr wichtig ist und dass es eben ein gelingendes Leben gibt mit einer dualen Ausbildung, genauso wie mit einem universitären Abschluss. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das bei der FDP auch so gesehen wird. Aber natürlich gibt es viele Teile, und Kevin Kühnert hat vor ein, zwei Monaten mal ein ganz interessantes Interview mit einem der Jüngeren aus der FDP gemacht, wo man auch sah, da gibt es durchaus sehr viele Schnittpunkte und Mengen. Und deswegen wird ja auch als eine der Möglichkeiten, wie Olaf Scholz Kanzler werden könnte, über eine Ampelkoalition, also unter Einschluss der Grünen und der FDP, diskutiert. Und ich glaube, dass das tatsächlich eine der Möglichkeiten ist, die sich nach der Bundestagswahl ergeben könnten, wenn denn die SPD oberhalb der Grünen liegt und damit den Anspruch stellen kann, den Kanzler mit Olaf Scholz zu präsentieren. Ja, ich danke dir, Wolfgang, für diese eine Stunde, 10 Minuten, die du da mit mir und mit dem Publikum diskutiert hast. Ich darf dir verraten, es ist für uns Österreicher immer interessant, wie das bei euch ist. Das ist der Unterschied zwischen den Österreichern und den Deutschen, weil für euch ist es nicht so interessant. Wir schauen auf euch schon sehr interessant. Ihr gibt ja in letzter Zeit auch durchaus Anlass zu, sagen wir mal, interessanter Berichterstattung. Man kommt ja kaum noch hinterher, wer jetzt eigentlich wem SMS schickt, abhört und Posten verspricht und Skandale und wo gelogen wird und wo nicht. Aber wir gucken uns das durchaus auch mit großem Interesse an, natürlich. Ich gebe durchaus zu, dass auch das mittlerweile für uns, auch wenn wir mittendrin stehen in dieser rechtspopulistischen oder populistischen, rechtskonservativen, autoritären Regierungsstil, dass auch das für uns mittlerweile etwas unterhaltsamen Dimension hat. Aber was ich sagen wollte, ernsthafter ist natürlich, dass so interessant und bedeutend Österreich sein mag, halt natürlich der Beitrag von Österreich wo es in welche Richtung geht, natürlich ein deutlich geringerer ist als in die andere Richtung, wo für uns Österreicherinnen und Österreicher natürlich immer auch existenziell wichtig ist, als Europäer und Europäerinnen, was in der stärksten Wirtschaftsmacht und in einer zentralen Volkswirtschaft und einem starken zentralen Land der Europäischen Union passiert, noch dazu, wenn es so nah ist und auch die gleiche Sprache spricht, also dass man das ein bisschen besser verfolgen kann als Durchschnittsösterreicher, als die portugiesische Politik oder die französische Politik. Wolfgang, ich danke dir, dass du dir diese Stunde Zeit genommen hast. Ich danke Ihnen an den digitalen Endgeräten, die uns jetzt zugehört haben. Und ich danke auch jenen, die uns dann später zuhören, wenn sie das in der Aufzeichnung sich anschauen. Es hat auch das Breitband gehalten. Ich war mir nicht sicher in Zeiten der Fußball-EM, ob da nicht sozusagen alle in diesem Viertel irgendwas streamen und dann alles zusammenbricht. Das sind ja auch so Fragezeichen, die wir auch lösen müssen in Zukunft mit der Digitalisierung. Also da haben wir auch Investitionsbedarf in der Infrastruktur der Zukunft. So geht es weiter, so gibt es immer ein neues Thema, aber heute hat es geklappt. Wahrscheinlich auch deswegen, weil jetzt, glaube ich, im Moment wir nur gegen Türkei, gegen irgendwas konkurriert haben. Und jetzt, du hast gesprochen von den Biergärten, in denen sich die Menschen gerne setzen, um jetzt auch von Politik nicht belästigt zu werden. Und außerdem ist eben auch Fußball-EM. Jetzt haben Wolfgang und ich auch unseren Feierabend erreicht, also ich zumindest bei dir, weil es ist ja nicht. Ich habe noch ein paar Sitzungen leider. Du hast noch ein bisschen was zu tun. Danke dir und wir sehen uns demnächst in Berlin oder Wien oder sonst wo. Und Ihnen
Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und Nathalie und Kolleginnen, danke für die Infrastruktur, für die Unterstützung, für die Kooperation. Danke. Tschüss. Herzlichen Dank. Auch aus Berlin. Ciao. Tschüss.